Tag. Entschuldigung für die Störung. Ist das der Gerhard Ottermann? Ja, hier ist Ottermann. Wer sind Sie denn? Ja, jawohl. Mein Name ist Alex Ottermann von dem Unternehmen Limited Charm, Experte für alternative Medizin. Ich rufe Sie wegen der Bestellung. Ja. Es geht um den Kräutertee Goslim Kilos abzunehmen. Genau, zum Abnehmen, ne? Haben Sie ja, da Medikamente, genau. Ne? Genau. Es ist ein Kräutertee, Herr Ottermann. Aha. Es ist ein Kräutertee. So, das ist auch nur ein bisschen dieser Gespräch, ist aufgenommen wegen Qualitätskontrolle. Das hat bitte? Ich, ja? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich habe Sie nicht verstanden. Mache ich selbstverständlich. Dieser Gespräch ist aufgenommen wegen Qualitätskontrolle, so und Verbesserung unserer Dienste, das alles. Ach so, ja, das ist in Ordnung. Das beruht ja auf alles Gegenseitigkeit, klar. Ne? Alles klar. Dann sagen Sie mir bitte zuerst mal, Herr Ottermann, wo soll ich das verschicken? Kann ich die Postleitzahl von der Stadt bitte haben? Was möchten Sie haben? Die Schwarte? Die Postleitzahl. Ist aber Postleitzahl. Das beste Stück vom Fleisch. Nochmal bitte. Postleitungszahl. Habe ich nicht verstanden. Postleitungszahl, Herr Ottermann. Die Postleitungszahl, ja. Genau. Das 91448. Jawohl, das ist Emskirchen, ja? Ja, natürlich. Jawohl, das gute alte Meddeldorf. Altschauerberg 8. Noch einmal. Altschauerberg 8. Jawohl, Nummer 8. Ja. Jawohl, kann ich schon bitte ein Geburtsdatum haben, Herr Ottermann? 8. Mai 45. Das ist ein junger Mann. Bitte? Das ist ein junger Mann, wenn Sie mich fragen. Das ist ein ganz junger Mann. Haben Sie noch jemand anderen in der Leitung? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur Sie. Ja, dann sprechen wir. 8. Mai 1945. Jawohl. So, sagen Sie mir, wie viel Kilo brauchen Sie zum Abnehmen, Herr Ottermann? Oh, so 20 sollte ich abnehmen, sagt der Arzt. Das geht doch auf die Leber und auf den Cholesterinspiegel. Weil in der Cola, jawohl, da ist ja auch Colasäure drin. Das ist alles nicht ja, so gut. Ja, das ist nicht gesund. Nee. Und haben Sie vorher etwas anderes benutzt oder probiert? Also ich habe das mal gemacht, wie die Bergantilopen in den Bergregionen von Flachland Hindustan. Die haben ja da auch sehr wenig zu essen. Und die kauen dann immer Wurzeln von so einem bestimmten Bäumchen. Die habe ich mir einfliegen lassen, so als Hungerstopper. Das hat aber gar nicht funktioniert. Alles klar. Das ist Wissen, das ist ein Bioprodukt auf pflanzlicher Basis, ja? Ja, Wurzeln ohne sind immer Bio. Was? Bitte? Das ist ein Bioprodukt auf pflanzlicher Basis, ohne Chemie, ohne Nebenwirkung, ja? Ja, und wie hilft das dann? Müssen Sie jeden Tag benutzen. Es verbrennt das Fett ganz schnell, das ist Wissen, ja? Das verbrennt das Fett einfach so, das ist super. Ja, genau. Das ist auch Wissen, Sie gehen ein bisschen mehr auf die Toilette, ja? Ja, das mache ich sowieso immer, aber... Ja, aber da gehen Sie noch ein bisschen mehr wegen den Produkten. So, ach, bitte so. Zweimal bis dreimal täglich trinken, so morgens, Mittag und Abend, halbe Stunde vor dem Essen. Also ist das ein Abführmittel im Prinzip, oder was haben Sie da? Es ist ein Kräutertee, Herr Ottermann. Ja, aber der wirkt abführend, sagen Sie, und harntreibend, ja, genau, oder beides? Es ist bei beides. Ja, es ist gut. Bei beides, Herr Ottermann. Na, dann stelle ich im... Tag benutzen. Wie lange denn? Ich empfehle immer, dass Sie das für eine längere Zeit benutzen, dass Sie noch bessere Ergebnisse bekommen. Gut. Das heißt, ich muss dann auch nachts immer auf die Toilette. Ja, genau. Gut, dann muss ich hier, weil ich bin ja nicht mehr so gut zu Fuß, ne? Dann muss ich hier sowieso Checkpoints in so einem alten Super Nintendo-Spiel hier überall Schüsseln im Haus platzieren. Dann aber daran soll es ja nicht, daran soll es ja nicht scheitern. Machen Sie es nur langsam ohne Stress, ja? Und na, was, jeden Tag, wie ich es gesagt habe. Was heißt so hier langsam ohne Stress, wenn ich aufwache und merke, da muss was raus, da kann ich ja nicht, da muss ich ja losrennen oder ja, ottern. Aber langsam. Lachen Sie mich aus. Nee, mach es nicht, Sie sind ganz fett, oder was? Ja, das bin ich, Sie ja, aber ich auch. Ich weiß, Sie sind ganz nett. Sie sind der Kräutermann. Der Kräutermann, genau. Ja. Ich würde es auch anbieten, 3 Packungen, Herr Ottermann. Das sollte euch reichen für eine längere Zeit, dass Sie sehen, wie das funktioniert. Und wegen Sie bestellen nächstes Mal bei uns, Sie sind so ein netter Mensch. Ich kann euch heute die 3 Packungen geben von dem Preis von 100 Euro. Und ich übernehme auch die Versandkosten. Oh, das ist ja nett. Was kostet eine Packung sonst?
Eine Packung ist 49 Euro. Mit Versand ist es 57. Da kriege ich ja eine Packung umsonst. Ja, genau. Das ist von mir. Das ist ja so lieb von Ihnen. Wegen, Sie sind ganz ein netter Mensch. Dankeschön. Aber das bleibt unter uns, ja? Ja, natürlich sagt das keinem. Ja, und bitte jeden Tag benutzen, wie ich es gesagt habe. Wir begleiten Sie auch durch die ganze Therapie, das ist es. Also Sie kommen und führen mir das dann ein, ja? Nee, Sie bekommen Anrufe von uns. Also Sie ist quasi wie im Hotel, so guten Morgen, hier ist der Maulwurf am Morgen. Aber Sie sagen mir dann Bescheid, dass ich meine Medizin nehmen muss. Genau. Genau so. Genau. Da können wir das, ich habe ja, sag ich mal, einen sehr partikulären Schlafrhythmus. Ich habe ja im Prinzip hier, ich bin ja Vogelbeobachter, ne? Also Jawohl. Ich gehe quasi immer sehr spät ins Bett, stehe sehr früh auf, weil ich beobachte Jawohl. Abends die Fledermäuse, wenn die fliegen und morgens Jawohl. Aber auch, wenn die ersten Kormorane sich an den Leichen der erschlagenen Touristen und Postboten bedienen, das will ich ja auch mitbekommen und ich schlafe Jawohl. Tagsüber dann immer. Das heißt, es wäre gut, wenn Sie mich, sagen wir mal so, 4.30 Uhr in der Früh und 23.45 Uhr anrufen könnte. Ich mache es so, Herr Gerard. Ich mache es, dass Sie nur dreimal am Monat einen Anruf bekommen, dass Sie sehen, Ach so. Wie es weitergeht. Ja, ja das das könnte den Rest schaffe ich auch alleine, ne? Ja, ich weiß, ich kann es sehen. Dann, ich verschicke das dann heute, junger Mann. Sollte ankommen ganz schnell in 2 oder 3 Werktagen. Das ist toll. Bei den Postboten, wenn Sie zu Hause sind, wenn nicht, dann in der Post, wie immer Sie wollen. Nur bitte jeden Tag benutzen, so Sie bekommen 3 Packungen, alles gesamt ist 100 Euro, ich übernehme alles andere und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bitte bleiben Sie gesund, Sie sind ganz nett, ja. Ist da denn irgendwas drin wegen Allergien, wo man aufpassen muss? Nee, machen Sie sich keine Sorgen, nein, es ist alles Kräuter. Alles Kräuter? Warum kostet das dann 100 Euro? Wegen, es ist ein Bioprodukt. Also wenn ich mir Bio-Hanfstängel und Bio-Basilikum kaufe, da kostet so ein Töpfchen 3 Euro und da kann ich mir 20 Tees draus brauen. Ja, aber es ist nicht das Gleiche. Dieser Kräutertee ist nicht das Gleiche. Was ist denn in Ihrem Kräutertee drinnen? Da drin bekommen Sie, wie soll ich das sagen? Lesen Sie doch mal vor. Einmal vorlesen die Zusammensetzung nach Arzneimittelgesetz. Die Packung habe ich nicht hier. Ah, das ist schlecht. Die Packung habe ich nicht. Das, was sie bekommt, das bekommen sie aus Balkan. So, sie bekommen das aus Bosnien. Das wird zugeschickt zu Slowenien und dann kommt es direkt an ihre Adresse. Und auf der Packung haben sie alles, was da drin ist. In Slowenien kommt das her? Ja, genau. Ja, haben Sie das in Slowenien, da wird es verpackt und dann kommt es direkt an ihre Adresse. Haben Sie denn eine deutsche Arzneimittelzulassung gemäß Hühnerverordnung? Wie meinen Sie das? Na, so wie ich das gesagt habe. Sie müssen ja nach der deutschen Hühnerskala 7 Hühner und 3 Hahnenpunkte haben für die Arzneimittelzulassung. Ist das bei Ihnen denn gewährleistet? Herr Gerhard, ich glaube, wir haben das alles. Ich bin nur ein Verkäufer hier. So. Ja, aber Sie müssen das ja wissen. Das sind ja elementare Sachen. Ich weiß. Und wir haben das. So machen Sie sich keine Sorgen. Also Sie haben Hühnerpunkte, ja? Sollte sein. Das ist gut. Dann kann man bei Ihnen ja sorgenfrei bestellen. Ja, sollte sein, aber müssen Sie, wie ich es gesagt habe, nur jeden Tag benutzen. Gut, und dann kommen auch die Hühnerpunkte. Genau, da kommen auch die Hühnerpunkte, genau. Das ist super. Genau. So, und das kostet jetzt 100 Euro, ja? Ja, also ich gebe euch schon einen ganz guten Gutschein, ja, dazu. Ein Gutschein, wofür denn? Für die Herrensauna? Sie bekommen einen Gutschein, dass Sie, ja, wenn Sie noch einmal bestellen, haben Sie einen extra Gutschein, können Sie es ausbenutzen. Also gut, dann bestelle ich gleich noch was. Was haben Sie denn noch im Angebot? Vielleicht was gegen Hühneraugen? Haben Sie was gegen Hühneraugen? Ich habe eine ganz gute Salbe gegen Nagelpilz und gegen Hühneraugen. Ja, das ist gut. Und hilft das auch? Es hilft auch. Ich hab zwei auch verschiedene Salben. Eine heißt Mycoherb, sie ist auch auf pflanzlicher Basis und die andere ist Fungen. Ich empfehle immer diese Mycoherb-Salbe. Was ist denn das für eine? Das ist auch, wie ich es gesagt habe, ist eine Salbe gegen Nagelpilz und gegen Hühnerauge. Müssen Sie jeden Tag auch benutzen, so 2 bis 3 täglich. Nicht nur den Nagelpilz, sondern auch den ganzen Fuß anschmieren und dann ungefähr langsam massieren, 3 bis 5 Minuten. Muss ich das selber massieren oder machen das dann die Hühner? Ja, das machen die Hühner. Ach so.
Das sagen die. So, wollen Sie, dass ich euch verschicke eine Packung, dass Sie es auch ausprobieren? So, das würde heißen dann 4 Packungen, alles insgesamt 130 Euro. Ja, mach mal fertig. Alles klar, ich verschicke das dann heute so dreimal den Kreuz. Haben Sie denn meine Adresse überhaupt? Ja, ich habe Ihre Adresse, haben Sie mir schon gegeben. So, 9144, das ist Emskirchen und die Straße ist Altschauer Berg Nummer 8. Genau, da soll der Postbote das in das Bauloch reinpacken. Er kommt direkt an Ihre Adresse, so machen Sie sich keine Sorgen. Das ist gut, ich wette, die Adresse, die kennt er bestens, da wird er sich freuen. Alles klar. Alles ja, aber hier auf dem Dorf kennt man sich, ne? Das ist Mittelfranken. Ja, selbstverständlich. Wir arbeiten mit DHL, das ist es, ja? Ach so, ja, die haben auch Hühnerpunkte, dann kann das ja nur klappen. So, alles klar. Dann ich verschicke euch dreimal den Goslim und einmal den Mikroherb. Alles insgesamt ist 130, bitte jeden Tag benutzen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, bitte bleiben Sie gesund. Muss ich die Creme auch jeden Tag benutzen? Ja, müssen Sie jeden Tag benutzen, genau, wegen des Bioprodukts, Herr Gerhard. Ja, und ist das dann eher nach dem Duschen oder vor dem Schlafen oder wie mache ich das? Gucken Sie mal, benutzen Sie es 2 bis 3 Mal täglich. So 2 Mal ist genug, morgens und abends. Nicht ja. Vergessen, vorher die Füße zu waschen. Ist da irgendwie eine spezielle Seife oder ein Raspelvorgang? Haben Sie alles dabei auf der Salbe. So machen Sie sich keine Sorgen. Ach, das ist ja klasse. Und jetzt habe ich ja auch noch Herzmedikamente und alles. Das ist auch kein Problem. So Kontraindikationen gibt es da? Machen Sie sich keine Sorgen. Nee, ich garantiere euch, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, alles ist ein Bioprodukt. Sie können das garantieren. Sind Sie ein Arzt oder woher wissen Sie das? Ich garantiere es als Experte, ist ein Bioprodukt. Also Sie sind so ein slowenischer Dorfschamane wahrscheinlich, ne? Ich bin kein Slowenischer. Nein? Ich bin geboren in Serbien. In wo? In Serbien. Ist das nicht das Gleiche? Nee, ist nicht das Gleiche. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, wir sind alle balkanisch, aber es ist nicht das Gleiche. Alle balkanisch? Ist das sowas wie Malediven? Ja, ungefähr so etwas. Und wie lange musst du heute arbeiten? Ich habe noch ungefähr 3 Stunden, dann bin ich auch weg. Noch 3 Stunden? Dann hast du aber heute aber schon früh angefangen, oder? Ja, was kann man machen, ja. Können wir noch mal zusammen Hühnergeräusche machen? Ja, selbstverständlich. Buck! Buck! Buck, buck! Noch ein Buck, buck! Ja. Buck, buck! Jetzt aber mal mit ganz laut, mit ein bisschen Herzblut. Komm. Kannst du noch andere Tiere machen? Ich kann auch einen Hund machen. Wenn du ja, mach mal. Kannst du ein Schwein machen? Kann ich was machen? Ein Schwein? Ein Schwein. Jetzt habe ich noch einen Witz. Du kennst doch Rehe, ja, ne? Dass die was im Wald rumlaufen, die Viecher. Ja, kenn ich. Wohin geht ein Reh mit seiner Verabredung? Wo geht er hin? Ins Restaurant. der ist so hohl, den musste ich mal jemandem erzählen. Und was machen die Rehe, wenn das Essen nicht schmeckt? Was machen sie? Sie reklamieren das. Ich schreibe gerade so ein Buch über mit Rehwitzen. Und das wird bestimmt, sag ich mal, ein riesen Kassenschlager. Diese 2 Witze kann ich schon sagen, sind ganz gut. Ich sehe nur schon die Probleme, ich will das dann ja auch auf Amazon anbieten. Ich sehe aber schon das Problem, dass die Leute das Buch alle lesen und dann schicken sie es wieder Retoure. Das war schon wieder einer. Jetzt musst du mir aber auch noch einen Witz erzählen, komm. Ich kenne nicht so viele Witze, Gerhard. Ach, warum nicht? Ja, ich kenne nicht so viele. Wie viele Leute sitzen denn da? Das ist so laut bei dir im Hintergrund. Ich habe jetzt 10 verschiedene Leute. Da gibt es Leute, die arbeiten auf Italienisch. Oha. Und so weiter. Jo. Ja? Genau. Gibt es da auch einen Japaner? Nee, ich habe keine Japaner. Kein Koreaner auch nicht? Nee, da auch kein Koreaner. Und Franzosen? Franzosen habe ich auch nicht. Was ist das? Ich habe einen Italiener, ich habe einen Österreicher, ich habe auch einen Slowenien, wegen nicht die gleiche Sprache. Können Sie für den Österreicher mal eine Notiz aufschreiben? Ja, sagen Sie es. Weil das ist so ein Witz, ich bin auch aus Österreich, dann freut er sich. Schreiben Sie mal auf Ansbach, wie die Stadt. Jawohl. Bindestrich. Jawohl. Bayreuth, das ist auch eine Stadt.
Da haben die, da haben die Österreicher mal versucht, also früher waren, ja gut, heute ist das ja auch noch so, Österreich und Deutschland, die waren mal verfeindet. Und da haben die Österreicher bei Ansbach probiert, eben die Deutschen anzugreifen. Das hat aber nicht geklappt. Da gibt es so ein Schmähgedicht drüber, vielleicht kennt er das. Dann ärgert er sich ein bisschen. Aber Sie kommen ja auch aus Österreich. Ich komme aus Graz, ja. Und für den Italiener können Sie auch was aufschreiben. Ja, sagen Sie mir auch auf Italienisch. Ja, schreiben Sie mal Puta Madre auf. Puta Madre ist etwas anderes. Ja, das ist Spanisch. Ich meine, das war nur ein kleiner Spaß am Rande. Ich will ja nicht den Respekt verlieren. Der Respekt. Das wird ein gutes Buch. Müssen Sie bei Amazon mal gucken. Rehwitze von Herrn Hans Maulwurf heißt das. Das schreibe ich. Rehwitze, ja? Ja, Rehwitze ist dann der. Das dauert so im August kommt das raus. Ne? Alles klar. Na super, dann schick mal die Bestellung raus. Ich freue mich, dass ihr da die hohen Versandkosten tragen müsst und hoffe, dass heute nicht mehr so viele Leute ans Telefon gehen, ne? Kein Problem, nur bitte jeden Tag benutzen, wie ich es gesagt habe. So dreimal den Ghostlim und einmal Mikro Help. 130 Salz insgesamt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, vielen Dank für das respektvolle Gespräch. Kein Problem, ich danke mich auch für das Respekt. Ja. Danke, tschüss. Dankeschön, tschüssi. Der will das in 3 Minuten durchdrücken, da habe ich doch noch einen richtigen Anruf daraus machen können. Aber er war ein richtiger Nein. Aber immerhin war er lustig und hat ein bisschen mitgemacht.